Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextreme Gruppe Combat 18 verboten. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums am Morgen mit. Die Polizei durchsuchte in diesem Zusammenhang Wohnungen in 6 verschiedenen Bundesländern. Sicherheitsbehörden schätzen die Vereinigung als verfassungsfeindlich ein. Sie gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Combat 18 soll bundesweit etwa 20 Mitglieder haben. Aus Berlin ist mir nun Michael Stempfle zugeschaltet. Wie überraschend kam dieses Verbot heute? Nach dem Mord an dem hessischen Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke, hatte Bundesinnenminister Seehofer gesagt, er werde auch Vereinsverbote prüfen. Und erfahrungsgemäß dauert das einige Monate, bis man eben Beweise zusammen hat, um dann auch sagen zu können, Combat 18 muss verboten werden. Das Problem war so ein bisschen, dass es zudem sehr, sehr viele Forderungen gab von anderen Landesinnenministern, auch aus der Opposition. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass man sehr, sehr lange, über Monate hinweg, immer wieder auch über ein Verbot von Combat 18 gesprochen hat. Und insofern kam es nicht mehr wirklich überraschend. Und der Vorwurf ist ja auch ein bisschen, dass alle, die sich dazugehörig fühlten, auch Beweismittel in dieser Zeit hätten vernichten können. Insofern ist das nicht gut gelaufen und da haben viele dazu beigetragen. Nun gab es ja schon eine Razzia. Was ist da gefunden worden? Da sind, wie das immer so ist, Handys gefunden worden, Datenträger. Da wird natürlich auch geguckt, ob man die entsprechenden Symbole findet, die zu dieser Gruppierung gehören, um dann auch sagen zu können, die Person gehört wirklich zu der Gruppe Combat 18 mit dazu. Und das muss natürlich dann alles ausgewertet werden. Das wird jetzt spannend zu sehen sein, ob man eben doch noch zum Beispiel auf den Handys oder den Computern irgendwas findet, was eben Beweise dafür liefert, wie gefährlich die Gruppe auch ist. Wofür steht sie denn? Naja, der Name sagt das ja schon. Combat steht für Kampf oder Kampftruppe und die Initialen oder die Zahlen 18 stehen für die Initialen AH, also Adolf Hitler. Das zeigt eben die Nähe zum Nationalsozialismus. Das ist eine rechtsextremistische, eine wirklich sehr gefährliche, militante Gruppierung, die eben auch antisemitisch ist, menschenverachtend, menschenfeindlich. Und man hat ja auch sie schon oder Mitglieder von ihnen erwischt, wie sie eben aus dem Ausland, wo sie Schießübungen durchgeführt haben, mit Munition zurückkommen wollten. Und insofern weiß man, dass sie eben auch militant sind und auch auf den Videos natürlich sehr martialische Bilder eben von sich zeigen. Was kann und soll dieses Verbot denn nun bewirken? Na, zum einen geht es eben darum, dass man die Gruppierung erstmal als solche verbietet, auch den Schriftzug, das Symbol des Drachen, auch den Slogan, den es dazu gibt. Und insofern, dass man eben vermeidet, dass sie sozusagen überhaupt noch in Erscheinung treten können. Das ist das eine. Das Ganze bewirkt aber noch was anderes, denn in so einem Vereinsverbot, das ein sehr wichtiges Instrument ist in der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Dazu gehört immer auch, dass die Gefahr besteht, dass Anhänger, diejenigen, die sich dieser Gruppe vielleicht verbunden fühlen, dass die eben in den Untergrund gehen könnten und von dort aus Anschläge planen könnten. Für die Sicherheitsbehörden fängt die Arbeit jetzt erst richtig an. Das sagen auch Rechtsextremismus-Experten und warnen damit eben auch alle vor. Jetzt müsste man diese Szene und alle, die da im Umfeld sind, umso mehr überwachen. Denn wie gefährlich eine rechtsterroristische Gruppe im Untergrund sein kann, das hat man beim nationalsozialistischen Untergrund gesehen. Es geht um ein Vereinsverbot. Wie kann man die Gruppierung denn nun als Verein entlarven? Das ist gar nicht so einfach. Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass es ja nach dem Lübcke-Mord im Juni Medienberichte gab, wonach Stefan E., der mutmaßliche Mörder, eben sozusagen auch auf einer Veranstaltung mit Combat 18-Leuten zu sehen gewesen wäre. Und das wiederum wurde aus den Reihen der Combat 18-Leute dementiert. Da hat man sich ausgegeben als Combat 18 und das klang dann schon so, als wäre das jetzt nicht nur sozusagen irgendwie ein loser Zusammenschluss, sondern schon eine Gruppierung. Möglicherweise hat gerade diese Stellungnahme oder könnte diese Stellungnahme von Combat 18 ihr jetzt zum Verhängnis werden. Ja, vielen Dank, Michael Stempfle nach Berlin.